Präsentation des Steirischen Jahrbuchs für Politik 2016. Das zentrale Thema der druckfrischen Ausgabe: Perspektiven der Zeit zur Zukunft Österreichs. Wie immer eine umfangreiche Dokumentation der aktuellen steirischen Zeitgeschichte, zusammengefasst von Experten der unterschiedlichsten Bereiche. Der Mitherausgeber und Gesamtredakteur Klaus Peuer bietet einen kurzen Überblick. Das Jahrbuch 2016 hat 396 Seiten und ist damit das dickste Jahrbuch, das wir je produziert haben. Das zeigt auch, dass es sehr viele Themen in diesem Jahr gegeben hat. In der Landwirtschaft etwa hatten wir ein dramatisches Frostjahr. Darüber hinaus österreichweit war etwa die Bundespräsidentenwahl natürlich ein sehr wichtiges Thema. Wir blicken aber auch immer über den Tellerrand hinaus, auch über Österreich hinaus. So etwa der Brexit oder auch die Entwicklung in der Türkei. Und dann selbstverständlich auch das Wahljahr in den USA mit der Wahl von Donald Trump. All diese Themen sind im Jahrbuch abgebildet. Ein inhaltliches Highlight: Österreich 22, Österreichs Zukunft. Eine Initiative, die Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Ein Projekt mit besonderer Bedeutung für das politische Oberhaupt. Es war ja meine Absicht, einen Nachdenkprozess einzuleiten mit dieser Tagung Österreich 22, wo wir aus dem europäischen Raum Denker und Nachdenker eingeladen haben, die über die Zukunft Europas referieren. Das hat uns auch viele Anregungen geliefert, wie es in Österreich, wie es in Europa, in diesem im Prinzip saturierten Kontinent weitergehen könnte. So über die nächsten 20, 30 Jahre können wir kaum etwas sagen, wie das mit dem Arbeitsmarkt, wie das mit der Digitalisierung sein wird. Das heißt, wir müssen eigentlich eher permanent weiterreden und einen Prozess einleiten, in dem Vorstellungen dann immer wieder adaptiert, neu angepasst werden. Und das ist irgendwie die Herausforderung dabei. Die aktuelle Sammlung kann sich sehen lassen. Und was im kommenden politischen Jahr noch passieren wird? Der Landeshauptmann wagt einen Blick in die Zukunft. Was möglicherweise drinsteht, und das halte ich für das Wichtigste überhaupt, dass sich das Wirtschaftswachstum wieder eingestellt hat, dass die Arbeitslosenzahlen gesunken sind. Und das ist ja für die soziale Gemeinschaft das Allerwichtigste, denn Arbeit hat mit der Sinnerfüllung des Lebens zu tun und Einkommen durch eigene Arbeit ist ganz besonders entscheidend und da sind wir jetzt wieder auf einem besseren Weg. Was auch immer das politische Jahr 2017 noch bringen wird, die nächste Ausgabe des Steirischen Jahrbuchs wird auch dies schwarz auf weiß zu Papier bringen.